Eigentlich sollte an dieser Stelle jetzt Folge 4 des Garagenflows kommen. Doch leider hatten mir nur einige Tage nach der Aufzeichnung die Africa Twin gestohlen, sodass für mich mit diesem Fahrzeug die Saison leider wirklich zu Ende ist. Nichtsdestotrotz kommt jetzt hier Folge 4 des Garagenflows. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Garagenplausch. Mittlerweile ist es Ende Oktober und für viele schließt sich damit die Motorradsaison 2017. Für mich die Gelegenheit für ein kleines 10.000 Kilometer Fazit der Africa Twin. Nach unserer diesjährigen Sommertour durch Kroatien fing leider auch mein Startknopf an, Probleme zu machen. Ich hatte darüber bereits schon in einigen Foren gelesen. Da auch die 24.000er Durchsicht fällig war, verschob ich den Garantiefall eben auf diese Durchsicht. Bei der Gelegenheit mit der Durchsicht sollten natürlich auch gleich neue Reifen rauf, denn die Dunlop D610 waren ja nicht die tollsten Reifen, auch wenn ich sie mittlerweile 9.000 Kilometer gefahren hatte. Meine Wahl fiel natürlich auf den K60 Scout, den ich bereits schon von der Suzuki DR650 kannte und den ich zumindest auch für die Africa Twin für eine gute Wahl halte. Bei der 24.000er Durchsicht muss natürlich das Ventilspiel geprüft werden. Dabei stellte sich heraus, dass die Kerzenstecker scheinbar angegammelt waren und beim Versuch, sie abzuziehen, einfach zerbrachen. Diese wurden dann zwar auf Garantie getauscht, doch der Austausch zog sich leider etwas länger hin. Für die Werkstatt war dieser Fall noch unbekannt, denn bisher hatten sie zumindest noch keinen Africa Twin mit einem so hohen Kilometerstand in der Durchsicht. Mittlerweile ist die Durchsicht nun schon einige Wochen her und ich hatte die Gelegenheit, den neuen Reifen K60 Scout über 2000 Kilometer zu fahren. Bisher bin ich auch ganz zufrieden mit der Reifenwahl. Gerade bei Matsch bietet er natürlich deutlich mehr Grip als der relativ glatte D610. Mittlerweile bin ich seit dem Kauf der Africa Twin im Januar diesen Jahres bereits über 11.000 Kilometer gefahren. Der Gesamtkilometerstand liegt bei fast 30.000 Kilometer. Insgesamt bin ich immer noch sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Im Nachhinein ärgere ich mich ein klein wenig, dass ich den Reifenwechsel nicht schon vor dem Kroatien-Urlaub vollzogen habe. Die Schotterstrecken und kleinen Offroad-Einlagen hätten sicherlich mit dem K60 deutlich mehr Spaß gemacht. Dennoch war der Kroatienurlaub eine tolle Reise. Die kurvigen Küstenstraßen entlang der Adria als auch die kleinen Nebenstraßen waren wirklich großartig. Das kann ich wirklich jedem empfehlen. Irgendwie verlangte die Africa Twin nach einem passenderen Helm. Ich habe mich für den Nex XD1 Canyon Helm entschieden. Das ist ein modularer Helm, der sich werkzeuglos umbauen lässt. So lässt sich zum Beispiel das Pinlock-Visier komplett entfernen, um mit einer Brille zu fahren, aber auch mit dem Visier kann man eine Brille nutzen. Ebenso lassen sich zum Beispiel das vordere Lüftungsteil gegen ein Gitter austauschen, womit das eben eher einem Motocross-Helm ähnelt. Und auch der Schirm sowie die Schirmverlängerung sind variabel. Das soll es dann für diesmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.